So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Nach Ewigkeiten geht's mal mit einer Folge vorerst los oder weiter. Denn ich habe irgendwie Bock bekommen, weil es gab jetzt ein neues Update. Und zwar das Italien-Update. Und zweitens sind so ein paar Sachen dazugekommen am LKW selber. Ich muss hier erstmal Licht ausmachen, weil... Guckt es euch an. Das ist Part 1, dann haben wir hier Part 2 dazu bekommen. Und das sieht doch alles ganz fancy aus. Und wenn ich mich nicht täusche, hatte ich vorhin oder habe ich eben hier einen Auftrag gesehen, der mich sehr interessiert hat. Der geht leider nur nach Bremen, aber ihr seht hier unten, Italien ist auch dabei. Vielleicht fahren wir da ja auch mal eine Runde. Oder könnte man von da Mannheim? Nee, genau die falsche Richtung. Ja, derzeit sind es halt alles noch ein paar falsche Richtungen, vor allem für die Schwerlastsachen, die halt da geupdatet werden müssen. Aber wir machen wir den Heavy Train einfach mal in der Hoffnung, dass halt alles gut geht und dass auch alles gut läuft. Und freuen uns einfach einen Keks. Bleiben wir dabei? Ja, finde ich eine gute Idee. Wenn die Leute nicht fahren können, dann ist das schon schlimm. Genau, ja, wie kommt es, dass eine Folge kommt, fragen sich wahrscheinlich einige. Es wird wahrscheinlich vor diesem Video ein Video hochgeladen worden sein, wo ich ein bisschen was gezeigt habe oder mal was vorgestellt habe. Und ja, das hat mich irgendwie drauf gebracht. Also erstmal wollte ich das Projekt fertig kriegen und Platz für neue Projekte schaffen. Und zweitens war das so eine Sache, die schon ganz nice ist. Und drittens, weil ich mit ein paar Leuten über was gesprochen habe, was schon etwas in der Vergangenheit liegt, was man aber wieder machen könnte. Wieso habe ich denn jetzt ein Ticket gekriegt? Blöde Leute. Genau, also da kommt die Lust gerade her. Zweitens, weil ich es auch schon ewig nicht mehr gespielt habe. Und drittens, wir als ein Head-Up-Display im Menü haben. Hallo! Guckt es euch an. Eigentlich könnte man den hier wegmachen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal tanken. Das steht fest und den Rest sehen wir dann ja eh gleich. Also... So, hier vorne soll es den Trailer geben. So. Wo ist er denn? Da sehe ich auf je... Ah, da vorne. Wollte gerade sagen, da sehe ich doch was. So. Was ist das denn hier? Alter Schell, als wenn das überall durchpassen würde. Was haben wir hier noch? Ein Panzer? Ja, ist okay. Den Rest habe ich gesehen, aber das ist halt eher so das Interessante, weil der mir ja doch ein bisschen länger wirkt. Und ich habe eine Modifikation drinne, welche behauptet, die längste Fracht in Euro Truck Simulator 2 zu sein, die es derzeit gibt. Und da möchte ich sagen, ja, sie ist die längste Fracht, die es gibt. Und auch die komplizierteste Fracht, die man sich hier aussuchen kann. So. Zack, zack. So, das zu dem. Ich konnte jetzt hier, glaube ich, einfach raus, ne? Ich hatte... Ja. Platz hatten wir. Ah, machen wir hier mal rein. Ah, den Trailer überdrehen ist nicht schön. Okay, wir setzen doch mal einen Tucken zurück. In der Hoffnung, dass wir den irgendwie gerade... gerade kriegen als eben.
Falsche, zack. Nee. Das wird nix. Dann setzen wir direkt nochmal zurück. Und schieben den Hänger dann halt rückwärts raus. Das ist mir halt an sich auch egal, weil es gibt immer einen Weg raus. Oder sollte es geben. Die Stahlträger sehen hier vorne auch sehr interessant aus. So, dann sagen wir hier mal rückwärts. Beschissen ist, ich sehe das jetzt halt gar nicht. Ich schätze, da sind wir dann zu steil rum. Oh. Zu weit nach vorne sollte man auch nicht. Den müssen wir jetzt irgendwie im Blick behalten, den Trailer, sonst haut er uns hier wieder ab und wir sehen gar nichts. So. So. Falsche Richtung, zack. Dann machen wir jetzt hier mal unsere Leuchten an. Und dann können wir hier auch super duper los. Zack, in welche Richtung mussten wir denn? Rechts. Das passt hier sehr gut, weil wir da auch die Tankstelle hatten. Easy. Die Autos halten erstmal 5 Kilometer Abstand. Jawoll. Ich fahre dann aber verkehrt rum in die Tankstelle rein, weil es dafür einfach zu schlimm wäre, da jetzt richtig reinzufahren und dann zu sagen, ich drehe da jetzt. Und weil ich geil bin, machen wir halt jetzt einmal den Blinker. Seit wann kann man denn auf beiden Seiten tanken? Kann ich auch noch nicht. Also irgendwann muss das auch mal gefixt worden sein. Aber gefixt wird bald einiges. SCS hatte jetzt ein Video hochgeladen, wo sie, ich glaube, ein paar Erweiterungen gezeigt haben oder sowas. Sollen ja auch die die baltischen Staaten oder sowas sollen ja auch bald kommen. Oder irgendwann kommen als nächstes Update und unter einem der letzten Videos hatte ich dann von denen gepostet, dass sie doch mal ein Update machen sollen für die Ursprungsmap. Ich bin noch mal sehr gespannt, was da rauskommt. Sie wollen da wohl irgendwie bis zum Jahresende was machen, aber 100% fest stand da wohl noch nichts oder steht da wohl noch nichts. Deswegen bin ich überrascht und gespannt, was da passiert. So, apropos gespannt. Wir haben eigentlich eine 68-Tonnen-Lok drauf. Eine Straßenbahn, wie es mir aussieht. Oder so eine Art Straßenbahn. Die ein, doch ja, schönes Volumen hat. Nächste Pause und Zisch schon. Restzeit ist mit 7 Stunden datiert. So, und wie lange brauchen wir ungefähr? Das weiß ich gar nicht. 2 Stunden easy. Also wenn das hier nicht mal easy ist, dann weiß ich auch nicht. 7 Stunden dürfen wir, 2 Stunden haben wir, also alles gut. So. Achso, ja, das Differential können wir wieder rausnehmen.
So. Das ist ja gleich die nächste. Also ich kann das hier auch wieder ausmachen. Bringt ja nichts. So, dann gucken wir jetzt einfach so, wo es hingeht. Scheinbar nicht lange und weit, sondern gleich herunter. Also die Polizei fährt über die zweite Abbiegespur, okay. Ich glaube, es wäre ein bisschen eng geworden, beziehungsweise das könnte ein bisschen eng sein. So, mal die Motorbremse nutzen. Kann man ein bisschen ausmachen. Ist ein bisschen laut, ne? Von hier in der Kurve geht es hier sogar noch mit dem Nachlaufen. Herr Polizist. So, 85 hört sich gut an. Ups. Schaffen wir. Ja. Dann machen wir mal. Was haben wir denn hier für coole Ansichten? Sowas hört sich doch gut an. Achso, das war nur eine. Juhu! Also wenn man was fahren will, was mit Bahn zu tun hat, ist, glaube ich, das echt das Beste. So, wieso beschleunigen wir eigentlich nicht? Wir können nur 60 fahren. Oh je! Dann kann das ja noch ewig dauern. Wieso steht eigentlich im Navi nicht, wie viele Kilometer noch zu fahren sind? Das wäre auch mal cool, so zu sehen, so, hey, du hast so noch 10 Kilometer vor dir. Da oben kommt schon das Ziel. What? Irgendwas ist hier falsch. Da oben war in der Ecke schon das Ziel. Aber okay. Ja, für ein kurzes Video ist ja das easy. Achso, apropos easy. Wenn ihr nebenbei auch City Skylines schaut und euch wundert, wo dies diesen neuen Falkenfluss die nächste Folge bleibt oder warum immer die so lange brauchen oder so unregelmäßig kommen, das liegt daran, dass in der Woche relativ wenig Zeit für mich da ist oder wenig Zeit habe, da was zu machen. Und wenn ich was mache, dann dauert es immer Stunden. Ich soll jetzt runter, okay. Stunden. Damit man was sieht, das kennen. Oder seht ihr ja auch an der Geschwindigkeit und an der Länge der Videos. Ein Video ist in der Regel mit 650 bis 700-facher Geschwindigkeit. Ja. Verschnellert. Damit die Videos nicht 5 Stunden lang sind oder sowas. Und deswegen dauert das halt immer, weil du baust und baust und baust und dann im Zeitraffer siehst, das ist zu wenig und dann musst du halt nochmal mehr machen und dann stehst du halt da und denkst, ja, okay, also jetzt ist es angenehm und dann hast du es halt und es dauert halt ewig, bis du da irgendwas aufgenommen hast. Und da ich noch nicht so viel aufgenommen habe, jetzt übers Wochenende, ich glaube es waren nur 3 Stunden, ja, fällt das halt auf und man muss halt sich langsam rantasten und schauen, wie weit man kommt und was man macht, ne? So, hinter uns schleichen schon wieder alle. Beziehungsweise wir halten halt alle auf. Boah, das passt auch in dem Sinne. Da vorne ist echt das Ziel. So. 72 Kilometer und das Ziel wird eingeblendet. Was ist denn das? Das ist ja... No-Go. Oh.
fahren wir jetzt mal außen. Und zweitens kann ich da Screenshots machen. So. Ich muss ja beweisen, was ich hier fahre. Ja, aber irgendwie schafft der Wagen das nicht so ganz mit der Last. Oder allgemein mit den Lasten. Aber das war doch der größte Motor, den ich hier habe. Ich glaube, ich muss hier mal so ein 2000 PS reinhauen. So richtig, gib ihm! Damit es halt läuft. Wieso ist denn da eine Straße? Fahren wir gerade über Schleichwege? Hallo? Hallo, LKW. Schalte mal. Ich glaube, das wird nix. Da muss hier richtig mal powern, aber das tut er halt nicht. Wenn ihr euch das anschaut, wir sind jetzt im 13. Gang und haben erst knapp 60 drauf. Jetzt sind wir im 14. und haben knapp 70. Eieieiei. Da sieht man dann diese Übersetzung. Ich weiß auch gar nicht, fahren wir zu diesem Baumladen wieder, wo wir halt auch die Fracht hergeholt haben, oder fahren wir in die Stadt? Aber es scheint nicht nach Stadt auszusehen. Aber ich fahre ein bisschen schnell. Scheint nicht nach einer Stadt auszusehen. Obwohl doch, ich muss hier nochmal auf die Autobahn drauf. Die können aber auch nicht alle LKW fahren, die fahren halt auf ihrer Schiene und fertig, ne? Runterschalten, gib Gas! Was ist denn das? Oh no, ey. Oh Lord, ich glaube, wir hängen. Und wir haben hinter uns einen LKW. Wir setzen zurück. Ich komme hier nicht hoch. Ja, sorry, aber ich kann halt auch nichts machen. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig, richtig beschissen. Wir kommen hier halt auch nicht hoch. Okay, dafür braucht man auf jeden Fall einen stärkeren Motor. 68 Tonnen und wir hängen hier, ey. Okay. Dann machen wir das halt so. Dann fahren wir halt seitlich unter. Und versuchen den Hobel halt wieder hochzuholen.
Aber was anderes würde mir jetzt ad hoc nicht einfallen. Wie man vielleicht etwas Zugkraft aufbauen könnte. Nee, okay. Eine Auffliegerbremse? Gute Frage. Nächste Frage. Herstellbremse, Bremskraftverstärker, Auffliegerbremse ist auf nichts. J. Lichthupe haben wir verloren, aber egal. Wir gucken jetzt mal. Wo stellt denn der das um? Können ja noch nicht mal rückwärts. Was ist das denn? War jetzt gerade die ganze Zeit die Bremse? Mann! Ich hasse es. Gibt's hier nicht Schnellladen? Wir laden mal. Nein. Okay, das passt nicht. Automatisch anzeigen. Ja. Das passt. So, das ist 2 Minuten her. Da müssten wir beim Hochfahren gewesen sein. Jawohl. Das sieht doch ordentlich aus. Richtung. Ja, schön Differentialsperre. Und das Schlimme ist, der Trailer driftet mich jetzt hier halt weg. Alter, wir kriegen den hier auch nicht hoch, ne? Alter, das... Jetzt machen wir halt... den noch drastischeren Schritt. Ja. Zurück. Also, bei einer Autobahnauffahrt ist wohl nicht zu scherzen. Die mögen wohl alle. Ja. Jo, ist auch an. Ach, Mann, ey. Das ist doch... Wieso kann man das denn bitte nicht gleich einfach machen? Wieso schaltet da jetzt nicht? Okay, das heißt, wir müssen mit Schwung da hoch. Ich hoffe, dass das funktioniert. Das muss ja irgendwie funktionieren, also... Ich glaube, den kleinsten Motor hatten wir ja auch nicht.
Ja. Also wir nähern uns wieder der Stelle, wo wir eben, ich weiß nicht, eine halbe Stunde gefühlt saßen und nicht weiterkamen. Und gleich werden wir sehen, ob es Probleme gibt oder nicht. Ich hoffe nicht. Der Rest wäre beschissen. So, da vorne kommt die Autobahnauffahrt, also alles gut. Und dann speichern wir gleich davor nochmal. Nicht, dass wir da wirklich wieder dastehen und uns denken, so, nein. Haben wir hier. Wenn er jetzt einer runterkommt, den fahre ich aber in Grund und Boden. Ja, komm, 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 komm. Nein, das kann doch nicht sein. Okay, dann setzen wir halt langsam zurück und fahren halt mit der Beschleunigungsspur hoch. Der ist ganz schön empfindlich, der Trailer, also. So. Machen wir es jetzt so, volle Pulle Anlauf. Endlich. So. Schnell speichern, bevor wir wieder da stehen und uns denken, hätten wir das gleich gemacht. Was ich witzig fand, er ist schneller oder er schafft es beim ersten Mal fast im Hochfahren und wir brauchen 5 Jahre, um überhaupt. Also rückwärts hochfahren schafft er in eins und vorwärts hochfahren schafft er nicht. Wo ich mir denke, what the fuck? Also irgendwie ist das ziemlich strange und komisch gewesen, dass wir es so fast geschafft haben und dann gerade so mit ganz viel Anlauf. Also. So. Ja, Bremen, okay, wir müssen zu, ich weiß nicht, Exzess oder wie der Laden heißt. Ich hoffe, die haben einen großen Hof, wo man auch normal reinfahren kann. Ich glaube, die haben hier Bremen überarbeitet, weil normalerweise hatte ich die Straße hier. Ja, Chris. Ja. Und da stehen wir. Yay! Und wir kommen nicht weiter. Ich habe extra die Warnblinker angemacht.
Also mehr als das kann ich nicht tun. Wenn jemand dran vorbeifährt, ist es nicht meine Schuld. Apropos nicht meine Schuld. 0-0, das hört sich gut an. So, Einkommen, nochmal 57.000. Alter, was hat denn der gefahren? Hat der Schwerlast gelevelt? Erster Aufenthalt in Bremen. Nein, das ist auch so ein Bauernverein. Stopp. Wie muss ich da rein? Nicht, dass wir gleich zurücksetzen dürfen. Apropos zurücksetzen. Ja, du musst schon rückwärts fahren. Komm! Nein. Wir setzen nochmal an. Probieren's. Ruhe! Die Polizei macht's richtig. Wo hänge ich denn dauerhaft? Wäre ich gleich mal auf der Innenseite rumgefahren. Alter, dieses Stück können wir doch schaffen. Ah! Die Maschine dreht und dreht und dreht. Ach, geht doch! Endlich! Oh Mann! Ich hasse mein Leben, ey. Ich hasse es gerade. Wieso dürfen wir denn jetzt... Nein, also wenn, dann fahre ich den auch richtig rein an. Wenn ich eh schon so lange brauche, dann... Wenigstens mit... Ich glaube, allzu weit konnten wir nicht mehr. Nee. Falsche Richtung. Wollen wir noch einen Tucken? Sehe nix. Oh, dann fahren wir jetzt mal vorwärts.
wissen wir ja ungefähr, wie wir uns jetzt positionieren müssen. Zack, easy. Vorwärtsgang einlegen, Warnblinker und Rundumleuchten aus, Motor aus, Licht aus. Abkoppeln. Wir sind fertig nach nur 36 Minuten. Für 170 Kilometer der edelsten Variante, die es hier gibt, für 6.000 Euro. Yay. Ich glaube es nicht. Aber okay. In dem Sinne... Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dann. Eine wunderbare Zeit und ciao.